Heute habe ich gedacht, mache ich mal nach, keine Ahnung, über einen Monat oder so auf Deutsch. Hab das ein bisschen vermisst. Ich habe heute Morgen wieder, beziehungsweise eher Mittag, gezeichnet. Was ich auch sehr lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe einfach plötzlich beim Schminken Lust dazu bekommen, meine künstlerischen Adern auszuleben. Hier liegt das Bild. Und jetzt haben wir wie viel Uhr? 14.55 Uhr. Wann wollte ich snacken? Um 4.30 Uhr? Das heißt, ich habe noch so 1,5 Stunden. Also muss jetzt nicht genau sein, aber ich berechne das manchmal so, halt, damit es gleichmäßig ist. Vor allem auch, dass es dann mit dem Abendessen passt, damit es halt nicht so spät ist. Ich dachte, ich hole mir einen Shake. Ich habe ja vor ein paar Wochen eins geholt. Und ich glaube, da ist nur noch eine Portion übrig für heute Abend. Ich weiß nicht, jetzt so mit den heißen Tagen und generell habe ich jetzt irgendwie so nicht jeden Tag Lust auf Fleisch. Klar, wenn ich jetzt morgen Lust auf Fleisch mit Gemüse wieder bekomme, dann esse ich das. Aber eigentlich habe ich gedacht, dass ich jetzt das mal ein bisschen auch durchziehen werde. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nach Essen noch mehr... Also das ist das Gefühl, also manchmal ist es so, dass ich nach Essen noch mehr essen will. So jeden Tag, beziehungsweise so ist ja angeordnet. Also wenn man abnimmt, klar kann man verschiedene Sachen nehmen, aber das, was bei mir funktioniert hat und so und das, was für mich halt erstellt wurde, ist, dass halt Fleisch mit Gemüse mittags und abends und irgendwann mal nach einer Zeit nervt es halt einen. Und die Shakes sind ja auch mit Geschmack und schmecken einfach wie so Eiscreme. Deswegen auch mal ein schöner Ersatz. Das Problem ist halt, glaube ich, wenn man das nur einmal trinkt, also es ist so bei allen Shakes eigentlich, wenn du sie einmal am Tag trinkst, dann hält es einfach nur dein Gewicht. Dann hält es dein Gewicht bei. Und wenn du es zweimal am Tag trinkst, dann eben sorgt es dafür, dass du abnimmst. Deswegen kann ich das nicht nur einmal am Tag trinken. Aber ich frage mich halt auch, wenn ich trotzdem im Kaloriendefizit bin, warum kann ich dann nicht auch nur einmal am Tag das trinken? Ja, keine Ahnung. Ich mache es jetzt auf jeden Fall zweimal am Tag. Ich fühle auf jeden Fall auch so eine Leichtigkeit, auch wenn ich nur Fleisch mit Gemüse gegessen habe. Also nicht immer zum Mittagessen, aber meistens. Manchmal die letzten Tage habe ich auch was anderes vom Plan genommen. Aber am Abend war es auf jeden Fall Fleisch und Gemüse und keine Ahnung. So, ich weiß es nicht. Es tut auch mal gut, ein bisschen was anderes zu nehmen, vor allem wenn es süß ist. Und dann hole ich mir jetzt mal einen anderen Geschmack. Meine Mutter hat gemeint, dass ob wir irgendwie, weil ich nach so, also jetzt rausgekommen bin, dass es dann irgendwie regnen soll. Aber keine Ahnung, das ändern sie jetzt. Bei meiner iPhone-Wetter-App steht das ab 6 vielleicht eine kleine Wahrscheinlichkeit ist. Aber heute Morgen hat es auch nicht gestimmt, deswegen keine Ahnung, ob es jetzt beim Shake bleibt, wenn ich noch weiter spazieren gehe oder nicht. Angefangen zu regnen, aber ganz kurz, klein wollte ich sagen. Ich hoffe, dass ich es jetzt nach Hause schaffe. Einfach gedonnert. Gott, Leute, es ist immer stark. Ich habe mir Muttermilch gekauft und dieses Mal den nussigen. Vorher hatte ich den sahnig vanilligen. Leute, draußen ist einfach Untergang. Mir hat tatsächlich der sahnige nicht mehr ganz ausgereicht. Also habe ich den Schoko mitgemischt. Das ist ungefähr die Hälfte geworden. Und es ist so lecker. Es schmeckt genauso wie der ganz teure Proteinshake, den mein Vater mir mitgebracht hat. So geil. Ich weiß jetzt nur nicht, ob Schoko dann irgendwie andere, also ich meine, das ist jetzt Hälfte, wie das jetzt also nur Schoko schmecken wird, aber